Sieh dir deine Zukunft an. Ein heller Herrscher statt eines dunklen. Du armseliger Mann. Ich gab dir die Sicht und dennoch siehst du nicht. Du zeigtest mir ein Schicksal ohne Ausweg. Du irrst dich. Als du und Celebrimbor einen neuen Ring der Macht erschufst, sah ich, wo dein Pfad endet. Im Gefecht mit Sauron auf den Zinnen von Barad-dûr. Und du gewannst. Sauron wurde versklavt und der helle Herrscher trat an seine Stelle. Die Armeen Mordors marschierten unter seinem Banner. Und Mittelerde fiel ihm anheim. Das ist die Zukunft, gegen die ich kämpfte. Die du verhindert hast. Denn du sahst Celebrimbor als das, was er ist. Nein. Dein Krieg ist nicht vorüber, Talion. Ob nun ein heller oder dunkler Herrscher in Barad-dûr regiert. Das Gleichgewicht muss gewahrt bleiben. Oder ganz Mittelerde wird fallen. Minas Morgul. Ja. Von dort aus kannst du Mordor Einhalt gebieten. Wie? Der Ring ist fort. Ich fragte dich einst, wie viel bist du bereit zu opfern? Öffne die Augen. Öffne die Augen. Solange ich noch atmen kann, gehört mein Schicksal mir. Du musst völlig verrückt sein. Das ist Minas Morgul und du bist ein Mann. Ich bin einer. Doch wir sind viele. Und das ist das Ende. Ich hab euch schon mal. Du gehörst mir, Steve.
deine Stadt nicht zurück! Komm zu uns. Lass dich ausblühen. Wo ist Sorg, wenn man ihn braucht? Wir kommen dich holen. Thank you.
Noch bin ich nicht von Dunkelheit erfüllt. Und ich bin nicht euer Bruder. Der dunkle Herrscher fordert seinen Preis. Dein Fleisch ist unser. Minas Morgul wird niemals fallen. Du wirst werden, du wirst dein Leid vergessen. Ausgehe dein Leid. Wirst du wahrlich unter dir sein, äußern deine Geschichte. Er wird sich an dir niederhängsten, Ludwig ist ein wahrer Meister. Dein Fleisch ist unser. Ich bin das Nicht. Ich bin die Dunkelheit. Du hast diese Pfad gewählt. Minas Morgul ist unser. Bald bist auch du unser. Du wirst einer der Gesichtslosen werden. Der dunkle Herrscher fordert seinen Preis. Deine Zeit ist gekommen, verweile dir. Komm zu uns. Der Palantir ist unser. Du kannst nicht in mich hineinsehen. Von meiner Seele bleibt nichts übrig. Dann verbanne ich dich. Minas Morgul ist mein!
Von nun an dienst du dem hellen Herrscher. Ob im Körper von Elb oder Mensch, du bleibst doch derselbe Celebrimbor. Sauron und Celebrimbor wurden eins, gefangen in einem ewig währenden Krieg. Ein flammendes Auge warf seinen Schatten über Mordor. Talion hatte Minas Morgul zurückerobert, doch sein Krieg war noch lange nicht vorbei. Die größte Schlacht würde er gegen den Schatten in sich selbst
und den Turm im Osten führen, um die Dunkelheit zu bannen und die Welt der Menschen zu bewahren. Der Krieg der